Mein Name ist Hubert Arthur. Ich darf Sie im Namen des Reisebüros Eisenmann recht herzlich an Bord begrüßen. Auf der langen Anfahrt ist jede Pause willkommen. In Zweibrücken halten wir Mittagspause. Am Abend erreichen wir unser Hotel nahe Antwerpen. Belgiens Hauptstadt Brüssel sowie Brügge, Gent und Antwerpen mit ihrem mittelalterlichen Reichtum an Architektur und Kunstschätzen sind das Ziel unserer Reise. Nach französischem Vorbild ist da, also mit geraden Alleen. 1731 brannte der Palast von Karl der Fürste ab. Und blieb dann ungefähr 40 Jahre eine Ruine am Ende. Und vor ihnen steht das Justizgebäude, weltweit das größte Justizgebäude. Es gibt hier noch schöne Häuser aus dem 17., 18. Jahrhundert. Die Franzosen haben immer eine schöne Fensterrose. Und sie haben dieses große Fenster mit Spitzbogen. Und Glas noch aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts. Die St. Michael und Gundula Kathedrale. La Kathedrale Saint-Michel et Gudul. Und ich bleibe hier stehen. Warum? Über dem Portal hier sehen Sie eine Statue von der heiligen Gundula. Gundula war eine fromme Frau. Sie ging zweimal pro Tag durch einen Wald
um zu Maria, um in einer Kapelle zu Maria zu beten. Nach der Besichtigung der Kathedrale gehen wir zur Unterstadt hinunter. Mitte des 19. Jahrhunderts eröffnete König Leopold I. die mit einem Glasdach überwölbte Passage Saint-Hubert. Im Stil der Neorenaissance erbaut, war sie die erste Passage dieser Art in Europa. Sie wurde zum Treffpunkt der eleganten Gesellschaft jener Zeit. Auch heute noch ist diese Passage ein beliebter Ort mit ihren Geschäften, Cafés und Restaurants. In der Konfiserie Neuhaus wurde 1912 die gewühlte Praline erfunden und die edle Verpackung dazu. Bereits 1847 hatte der Schweizer Apotheker Jean Neuhaus hier eine pharmazeutische Süßwarenhandlung eröffnet. Schon seit dem 13. Jahrhundert wuchs der Wunsch nach einem Rathaus, um Brüssels gestiegene Bedeutung innerhalb Europas zu verdeutlichen. Aber erst 1401 fand die Grundsteinlegung statt. Das Gebäude wurde 50 Jahre später vollendet. Die reich geschmückte Fassade mit Säulen, Skulpturen, Türmchen und Arkaden ist ein Blickfang. Das Rathaus gilt auch heute noch als das schönste Haus der Stadt. Ende des 17. Jahrhunderts beschossen die Franzosen die Stadt. Beinahe alle Gebäude wurden dabei zerstört. Das Rathaus jedoch blieb unbeschädigt. Auch innen setzt sich der Prunk fort. So lassen sich gerne Paare im Hochzeitssaal trauen. An das Rathaus schließen schöne Gildehäuser an. Die mächtigen Zünfte wollten beim Wiederaufbau jeweils die andere Vereinigung an Prunk übertreffen. In der Arkade des Hauses Stern ist die Bronzefigur von Everard de Sardaes als Sterbender dargestellt. Glück soll die Berührung der Statue bringen. Als Schiffe wurde er im 14. Jahrhundert zu Tode gefoltert. Ein berühmter Brüsseler ist der Mannequin-Piece. Der ewig pinkelnde Knabe stammt bereits aus dem Jahr 1619. Regelmäßig wird er von einem Gewandmeister in neue Kleider gesteckt. Er soll davon über 750 besitzen, die zum Teil von bedeutenden Persönlichkeiten gestiftet wurden. Die Börse beherrscht den gleichnamigen Platz und sie ist eines der beeindruckendsten Gebäude der Stadt. Am auffälligsten ist der Skulpturenschmuck der Fassade. Der große französische Bildhauer Auguste Rodin hat die Gruppen geschaffen,
die Afrika und Asien darstellen. Der hektische Wertpapiermarkt findet innen auf dem Parkett statt und ist der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Im Jahr 1872 schrieb man einen Wettbewerb aus, um den Bau architektonisch interessanter Häuser auf dem Börsenplatz zu fördern. 20 Entwürfe wurden ausgewählt und teilweise auch realisiert. Heute noch sind einige Originalfassaden erhalten und der Einfluss der französischen Bauaufsicht ist zu spüren. Das Hotel Metropole ist eines der ältesten und größten Häuser dieser Art in der Stadt. Ende des 19. Jahrhunderts errichtet, spielte beim Bau Geld keine Rolle. Im Metropole steigen heute noch Berühmtheiten ab. Das Café zeigt sich innen sehr luxuriös. Die jungen Frauen posieren im Vorfeld der Love Parade, die am Nachmittag stattfindet. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde das Théâtre Royal de la Monnaie erbaut. Nach einem Brand im Jahr 1855 blieben nur Fassade und Grundmauern des neoklassizistischen Gebäudes erhalten. Das Theater wurde daraufhin von dem Architekten, der auch den beeindruckenden Justizpalast schuf, neu gestaltet. Heute ist das Haus Zentrum des belgischen Musiktheaters. In den 1980er Jahren wurde es grundlegend renoviert, wobei die prächtige Louis XIV-Ausstattung sorgfältig integriert wurde. Ich darf für euch alle zum Geburtstag einladen. Ja, aber du, die müsst ja alle was kriegen. Ja. Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag alles Gute, zum Geburtstag viel Glück. Und wer uns kennt in der Tanzsportabteilung, drückt natürlich jedes Geburtstagskind noch einen Schlachtruf. Und für den Schlachtruf haben wir einen extra Schreier. Hier ist er. Auf unsere Hilde ein dreifach kräftiges Quick Quick! So! Quick Quick! So! Quick Quick! So! Prost! Prost!
Wir sind noch viele, viele Jahre in der Krise. Es gibt ja immer ein Gruppenfoto von der TSA vom Ausflug. Es wäre schön, wenn wir dann alle in die Wiese da rübergehen. Ohne. Das Atomium ist zum Symbol für Brüssel geworden. Es spiegelt die Welt der späten 50er Jahre wider, die in ein neues Zeitalter von Wissenschaft und Weltraumforschung eintrat. Hier war in 1958 eine große Weltausstellung, genannt Expo 1958. Das Symbol von dieser Weltausstellung war das Atomium. Normalerweise war es vorgesehen, dass das Atomium nur hier 6 Monate stehen sollte, Zeit von dieser Expo. Haben ze veel Erfolg gehabt, glücklicherweise is geblieben en steht er nog immer. Wat is dat Atomium eigenlijk? Het is een Eisenkristall, 165 miljard mal vergrößert. Eisenkristall. Een Eisenkristall had 9 Atomen, damit sieht man hier 9 Kugeln. En damals werd gezegd, die 9 Kugeln zijn Symbol für die 9 Provinzen, die es waren hier in België. België waren damals 9 Provinzen, heute niet meer. Die kugel hier kan men niet bezoeken. Vuur die heute ook niet. Is die? Ja, kan men niet bezoeken. Unter dem ersten Kugel. Den ersten Kugel, die zijn hier 12 Pylonen aus Stahl. Die zijn 5 Meter hoog, 12. De eerste kugel staat erop, zien Sie? Das ist dann in 30 Jahren nach der Weltausstellung ist hier im Prüfpark gekommen. Die Schwere wie Aluminium. Und der Jahrseite 1,2 mm. Die Kugeln, die mussten jedes Jahr abgewaschen werden. Abgewaschen natürlich mit einem Auto und Pickel. Ein Auto, die draußen steht, die wird auch schmutzig natürlich. Ja. Sauber Regen kommt darauf natürlich. Die sind immer wechselnde Ausstellungen. Die bleiben dann einige Monate, 6 Monate, manchmal so etwa. Dann kommt da wieder etwas anderes. So. Zum Beispiel sind hier schon die Möbel gewesen von den 50er Jahren. Es sind etwa 30 Architekten hier aus Belgien, 30 Baumeister, Architekten, die auch die Möbel entworfen haben. Jeden Abend, wenn das Atom geschlossen ist für die Touristen um 6, dann kommt hier eine Schulklasse. Om hier die nacht door te brengen in dat atomium. Dan slapen ze hier in deze kugel. 4 kinderen in deze kugel. Nacht, nächste dag komt die frühstuk, dan gaan ze weer weg. Zo. Dat is natuurlijk een schönes project, dat had veel Erfolg. Het gibt lange wachtenlisten.
weitgehend verkehrsfrei ist der historische Stadtkern von Brügge, der im Jahr 2000 in das UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen wurde. Schöne Gebäude und malerische Kanäle prägen das Stadtbild. Eine Grachtenfahrt gibt einen ersten reizvollen Eindruck. Die meisten Häuser waren restaurierte Privathöfe, gebaut im 17. Jahrhundert. Der Turm ist 83 Meter hoch. Sie können bis in die Spitze des Turms halten, müssen Sie eine Treppe mit 366 Stufen besteigen. Da die große Industrialisierungswelle im 19. Jahrhundert an Brügge vorbeiging, blieben die meisten Gebäude aus dem Mittelalter erhalten. Selbst in den beiden Weltkriegen erlitt die Stadt keinen größeren Schaden. Das Wahrzeichen der Stadt ist der Belfried, der zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert erbaut wurde. Der wuchtige Glockenturm ragt über 80 Meter auf und ist Symbol für die bürgerliche Unabhängigkeit. Hier wurde früher die Urkunde aufbewahrt, die Brügge das Stadtrecht verlieh. Angrenzend an den Turm befindet sich der Markt. Der große Platz wird von Häusern aus dem 17. Jahrhundert gesäumt. Seit dem 10. Jahrhundert wird hier bereits ein Markt abgehalten. In der Mitte des Platzes steht eine Statue mit Peter Konig und Jan Brüchel, zwei Zunftmitglieder, die 1302 einen Aufstand gegen die Franzosen anführten. Gotische und neogotische Fassaden weisen einige Häuser am Marktplatz auf. Warum hebt es manchmal hier Hexen in Brügge auf? Spanisch heißt Brügge Brujas, aber Bruja auf Spanisch ist eine Hexe. Wie Sie sehen, die obere Kapelle ist heute die Heilige Blutkapelle und jedes Jahr haben wir hier im Monat Mai am Himmelfahrt die Heilige Blutprozession mit ungefähr 40.000 Besuchern. Und wie kam die Reliquie des Heiligen Blutes hier in Brügge? Ja, wir gehen die untere Kapelle hinein. Die untere Kapelle ist noch immer in romanischem Stil und in französischer Zeit war er am Anfang ein Pferdenstall und im Zweiten Weltkrieg war es ein Gefängnis. Haben wir das Rathaus. Das Rathaus stammt aus dem 14. Jahrhundert und ist in Brabanter gotischen Stil. Aber die Bilder, die wir hier sehen, stammen aus dem 20. Jahrhundert. Warum 14. Jahrhundert, 20. Jahrhundert? Was stellen die Bilder dar? Königen? Fürsten, Personen aus der Bibel, aber am Ende des 18. Jahrhunderts waren die Franzosen hier, die französische Revolution, Gleichheit, Brüderlichkeit, Freiheit. Für die Franzosen waren die Bilder keine Gleichheit und sie haben hier alle Bilder zerstört. Ne? Und darum 14. Jahrhundert, 20. Jahrhundert. Die kennen wir. Was sehen wir hier noch? Die Medaillon, die wir dort sehen. In der Mitte haben wir Kaiser Karl und seine Frau Isabel von Portugal. Rechts davon die Großeltern mütterlicherseits, das ist Ferdinand von Aragon und Isabel von Kastilien. Und links haben wir die Eltern von Kaiser Karl, das ist Philipp der Schöne und seine Frau Johanna von Kastilien. Haben Sie die schönste Ecke von Brügge? Und hier kommen viele Maler, um die Ecke zu malen. Grütze Palast. Grütze
war damals im Mittelalter im 12. Jahrhundert eine Mischung von getrockneten Blumen und Kräutern, um das Bier ein gutes Geschmack zu geben. Das Gebäude wurde gebaut von Ludwig von Grütusen und seiner Frau Margarete von Borsele. Und dort sehen Sie sein Reiterstandbild mit auch seinem Wahlspruch: Plus est en vous, ist französisch und bedeutet, es steckt mehr in Ihnen, wie Sie denken. Sie können mehr, wie Sie denken. Und neben der Tür sehen Sie die Buchstaben L von Ludwig, M von Margarete, verbunden durch die Liebensschnur. Die kleine Brücke führt hinüber zu der Rückseite der Unsere Liebe Vrouwekerk, der Liebfrauenkirche. Anfang des 13. Jahrhunderts wurde sie erbaut. Ein imposantes Strebewerk stützt die Kirche. Mehr als 120 Meter ragt der mächtige Turm auf. Ein Brüggerkaufmann Italien besucht und hat dort Michelangelo begegnet, aber normalerweise war das Bild bestimmt für das Grabmal von einer Familie Piccolomini in Siena, aber es gab Streit zwischen der Familie Piccolomini und Michelangelo, und Michelangelo hat das Bild verkauft für das Doppelte der Preis. Er war damals noch Hans Jung und benötigte Geld, nicht? Ja? Die Brücke Madonna ist das einzige Werk Michelangelos, das zu seinen Lebzeiten aus Italien exportiert wurde. Der Künstler schuf die schöne, lebensgroße Figur im Alter von 28 Jahren. Ungefähr 40 Geschäfte, wo sie Spitzen verkaufen. Aber es gibt Klöppelspitzen, maschinelle Spitzen und Spitzen aus Entwicklungsländern. Um zum Beispiel ein kleines Kreuz zu machen, 8 Quadratzentimeter, dauert das 8 Stunden. Der Beginhof stammt aus dem 12. Jahrhundert. Die Behin waren fromme Frauen, die sich hier versammelt haben, untergeordnet, eine Oberin genannt, das Großfräulein. Aber warum haben die Frauen sich hier versammelt? Aus Sicherheitsgründen, weil viele ihrer Männer gestorben waren während der Kreuzzüge. Aber die Behin waren keine Nonnen, weil sie die Gelübde von Armut und Keuschheit nicht geleistet haben. Was haben die Behin hier gemacht? Viel beten. Und sie haben auch ein wenig gearbeitet, zum Beispiel haben sie die Wolle für den Weber gewonnen, um später das flämische Tuch zu machen. Südlich des Beginenhofs liegt der Minnewater Park mit einem See, der ein beliebter Aufenthaltsort ist. Früher lag hier ein geschäftiger Hafen, der über Kanäle mit dem Meer verbunden war.
wir haben hier in Gent eine sehr große Fußgängerzone. Deswegen kann man mit dem Bus nicht ins Zentrum gehen. Aber wir haben einen anderen Vorteil, weil wenn wir auf einige Ecken stehen bleiben, dann haben sie eine Menge Sachen auf einmal. Ab dem 13. Jahrhundert wurde die Bavo-Kathedrale in mehreren Bauabschnitten errichtet. Der reiche Barockstil im Innern zeugt vom Einfluss eines der am längsten regierenden Bischöfe von Gent, Antonius Triest. Schöne Glasfenster zieren den Chorraum. Herrlich ist die Kanzel aus Marmor und Eichenholz gestaltet. Dieses Gemälde von Paul Rubens zeigt den Eintritt des heiligen Bavo ins Kloster. Schöne Häuser säumen den St. Bavsplatz. Der Kathedrale gegenüber steht die Tuchhalle. Im Mittelalter war sie das Zentrum des Handels. Sie grenzt an den Belfried an. Er wurde ab 1300 errichtet. In der mittelalterlichen Fleischhalle Groot Vleeshuis werden vielfältige Spezialitäten der ostflämischen Region verkauft. In früheren Zeiten war es Brauch, dass die Besucher einer Gastwirtschaft einen Schuh abgeben mussten, bevor sie ihre Bestellung serviert bekamen. Dies sollte verhindern, dass sich die Kunden ohne Bezahlung davonmachen. Gent ist eine geschäftige Industrie- und Handelsstadt mit dem zweitgrößten Hafen Belgiens. Mächtige Mauern weist Het Gravensteen auf. Bis in das 14. Jahrhundert hinein war die Burg der militärische Stützpunkt von Gent und der Mittelpunkt vieler blutigen Auseinandersetzungen. Das Leben genießen hier die Menschen am Kornmarkt, wo früher Getreide gehandelt wurde. Von der Michaelsbrücke aus ergibt sich ein weiter Ausblick auf die schönen Gildehäuser am Grasleikai. Sie zeugen von der reichen Vergangenheit der Stadt. Es ist Gents Postkartenmotiv schlechthin. Hier lag auch der zentrale mittelalterliche Hafen der Stadt. In der Burg, dem ältesten Gebäude Antwerpens, ist das Nationale Schifffahrtsmuseum untergebracht. Im Mittelalter wurde es als Gefängnis genutzt. Antwerpen verdankt seine Gründung dem Fluss Schelde, sein Reichtum den Dockarbeitern, Diamantenschleifern und Händlern, seine Seele dem Malerfürsten Peter Paul Rubens und seinen Namen einem abscheulichen Riesen und dessen Bezwinger. Die Stadt weist viele Sehenswürdigkeiten und kulturelle Angebote auf, die sie zu einem beliebten Reiseziel machen. Wenn man jetzt ein Fass sieht,
denkt man gleich an Flüssigkeit, Wein, Bier oder Essig. Aber bevor es der Container gab, war das der Container. Alles wurde verpackt in ein Fass. Aber auch Metallwerk, das von Deutschland kam, das schwer war, wurde in ein Fass reingelegt. Denn so konnte man das manipulieren. Man konnte das einfach rollen mit seinen Füßen. Jetzt die Pilger waren nicht immer so ganz katholisch. Manchmal würde waren Kaufleute, meistens aus Deutschland, die mit ihren Metallwerken und mit Rheinland abgewertet haben und die Engländer mit ihrer Wolle. Also die Güter werden ausgestellt in die Altstadt hier und abends werden die gelagert in der Keller. Also die etwas niedrige Klasse. Und es waren meistens Schuhmacher, denn es gibt einen Schuhmacherplatz hier nebendran. Und die Schuhmacher, die waren schon ziemlich modern, denn die hatten auch einen Seitenberuf. Manchmal, weil die an die Kirche wohnten, waren die auch die Glockenleute von der Kirche. Über den engen Straßen der Altstadt erhebt sich der Turm der gotischen Liebfrauenkathedrale. Er wurde als einziger von 5 geplanten Türmen fertiggestellt. Über 120 Meter hoch gilt er als Wahrzeichen von Antwerpen. Das Eingangsportal zeigt unter anderem das jüngste Gericht. Jesus trennt hier als Richter die Gerechten von den Ungerechten. Der Apostel Matthäus berichtet in seinem Evangelium dazu: Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Zu den Ungerechten sagt er doch: Weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. 1352 wurde mit dem Bau des Gotteshauses begonnen und es dauerte nahezu 2 Jahrhunderte, bis es fertiggestellt war. Der Grote Markt ist der historische Kern Antwerpens. Schöne Gildehäuser säumen den Hauptplatz. Der Bravo-Brunnen in der Platzmitte stellt die Legende von der Entstehung der Stadt dar. Silvius Bravo wirft die abgeschlagene Hand des bösen Riesen Antigon in die Schelde. Dieser Riese hatte alle Schiffer bedrängt. Wer sich seinen Forderungen widersetzte, dem hackte er eine Hand ab. Erst der tapfere römische Legionär Bravo beendete diese Plage mit einem letzten Handwerfen. Ein Schmuckstück ist das Rathaus auf der Westseite des Platzes. Es wurde in der Renaissancezeit Mitte des 16. Jahrhunderts errichtet. Die Wappen von Brabant und Philipp II., König von Spanien und der Niederlande, schmücken die Fassade. Mit dieser Stadtbesichtigung endet unsere Tour im malerischen Flandern. Und ich meine, sie trägt zu Recht diesen Beinamen. Wir haben in diesen 2 Tagen eine Fülle von Sehenswürdigkeiten und Eindrücken erlebt, die wir als Schatz mit nach Hause nehmen können. Thank you.
In Mainz legen wir unsere Mittagspause ein. Zufällig ergibt sich für uns zwei eine persönliche Stadtführung. Auf dem Domplatz, gestiftet von Albrecht von Brandenburg, dem Kardinal, dem Gegenspieler Luthers, in, soll ich sagen, Würdigung der Niederschlagung der Bauernkriege. Die Marktsäule ist eine von vielen, die im Spessart geschlagen wurden, aus dem dort anstehenden Sandstein, mit denen der Dom gebaut wurde. Das ist ein römischer Gladiatorenhelm. Wir haben auch ein Theater, ein römisches Theater freigelegt, das als das größte nördlich der Alpen gilt, wo solche Dinge stattgefunden haben. Das ist eine Jakobinermütze aus der Französischen Revolution. Die Pogrome im Mittelalter, die mehrfach die Stadt heimgesucht haben, wo die Mainzer oder auch dahergelaufene Kreuzfahrer aus ganz Europa hier die jüdische Altstadt eingeäschert haben. Die Bischofsmütze auf der anderen Seite weist auf den Bischofssitz in Mainz hin. Der Erzbischof von Mainz war zugleich geistlicher Oberhirte seines Bistums, seines Erzbistums, das von Luxemburg bis weit in die Tschechoslowakei, weit hinter Olmütz hineinreichte. Ja. Der Dom wurde 975 erbaut und ging bei der Einweihung sofort in Flammen auf. Und am nächsten Tag begann man sofort mit den Aufräumungsarbeiten, mit dem Wiederaufbau. Also vor 39 Jahren war er 1000 Jahre alt. Signatur des Stifters, Willigisus Archiepiscopus, der Erzbischof Willigis, der den Dom erbaut hat. Er hat diese Türen gießen lassen von einer oberitalienischen Metallgießergruppe, die in Deutschland gelegentlich aktiv waren. Hat damals einen Haufen Geld gekostet. Hier haben Sie einen guten Eindruck von dem Gesamtbauwerk. Gewaltige Ausmaße, reinrassige Romanik. Das Mittelschiff, zwei Seitenschiffe. Das ist der Grabstein, das Grabmal eines Erzbischofs Siegfried von Eppstein, der ein bedeutender war in seinem Jahrhundert. Er wird dargestellt, wie er zwei Knäblein die Kaiserkrone aufsetzt. Die hat er gekrönt in seiner Regierungszeit. Wenn sich die Gemälde da oben in den Bogenfeldern, das ist nazarenisch, also 19. Jahrhundert. Wir sind gerade am Grab eines bedeutenden Bischofs vorbeigegangen, der vor, sagen wir, rund 150 Jahren hier gelebt und gewirkt hat. Der Bischof Ketteler, der große Sozialreformer, der liegt da begraben, wo die Leute knien. Der Gutenbergplatz ist ein bedeutender Ort in der Mainzer Altstadt. Er wurde aufgrund seiner sozialen und städtebaulichen Geschichte als Denkmalszone ausgewiesen. Um 1400 wurde Johann Gensfleisch, genannt Gutenberg, in Mainz geboren. Er gilt als Erfinder des Buchdrucks mit beweglichen Metalllettern und der Druckpresse. Seine Erfindungen revolutionierten ab der Mitte des 15. Jahrhunderts die herkömmlichen Methoden der Buchherstellung. Sie lösten in Europa eine Medienrevolution aus. Gutenbergs Technik des Buchdrucks breitete sich schnell in Europa und in der ganzen Welt aus. Schöne Häuser,
reihen sich am Domplatz aneinander. Es ist ein ruhiger und beschaulicher Ort, der zum Verweilen einlädt. Und einen schönen Ausblick auf den Dom gibt es gratis dazu. In einer Seitengasse werfen wir einen kurzen Blick in eine kleine Werkstatt, in der Kinder die alten Drucktechniken kennenlernen und ausführen können. Vor circa einem halben Jahr haben wir den Ausflug geplant und dort sind wir geheißen, ja, das ist nur so weit weg, aber er wird schön und jetzt ist es leider schon wieder fast rum. Nee, es waren wieder schöne 4 Tage. Bedanken möchte ich mich einfach bei meinem Team, TSA-Team, weil das geht ja alles nicht von alleine. Bedanken möchte ich mich auch bei der Familie Huber. Und natürlich bei unserem Arthur, weil wie gesagt, ich sage es ja immer wieder, wir geben so ungefähr den Zeitpunkt an und er schaut dann einfach, was kann man machen, wohin kann man was machen. Gut, 4 Tage Flandern war wunderschön. Wir haben einen neuen Bus gehabt, wir haben auch einen neuen Busfahrer gehabt. Er hat uns also wieder super rangiert. Gut.
Weihnachter für die überreichen. Reden wir mal anders, schon so spät drauf. Natürlich werden wir uns wieder was überlegen für den nächsten Ausflug. Und so ein Ausflug funktioniert ja nur, wenn natürlich auch unsere Mitglieder mitfahren oder unsere Freunde, unsere Gäste. Und darum hoffen wir natürlich auch für die nächsten Jahre, dass sie mitfahren. Und einfach auch ein Dankeschön an die, die da immer so fleißig mitfahren und immer dabei sind.